Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenonauts. Wir haben ja gerade eine neue Mission begonnen und beim letzten Mal so leicht verdächtige Geräusche gehört, die mir nicht so wirklich gefallen haben. Deswegen schauen wir doch mal, was wir hier so sehen können. Ah, ein Kiosk, wie schön. Gut, die direkte Bedrohung durch einen Kiosk ist ja vergleichsweise übersichtlich. Und schauen wir mal so, wo haben wir denn unseren Scout? Na gut, dann scoute mal. Aha. Aha, da ist der tote Mensch und so wie es aussieht, hat der auch schon mal zurückgeschossen. Es sieht so ein bisschen nach Schrotflinte aus. Also das heißt, er müsste wahrscheinlich nicht mehr allzu viel aushalten, der Kollege. Gleichwohl haben wir jetzt natürlich, sind wir natürlich jetzt hier in einer guten Lage, dass hier, dass wir so ein bisschen du müsstest da mal weg. Aber du musst da ja sowieso weg. Probier's mal. Netter Schuss, netter Schuss. Kannst du dich jetzt... Ja, du kannst dich noch zurückziehen. So, dann machen wir es gleich nochmal. Very nice. Und das Ganze ist ein bisschen laut. So. Okay. Dann gehe ich auch wieder zurück. Also, den hätten wir erledigt. Wem können wir denn noch? Und euch können wir mal vorrücken. Du wärst wahrscheinlich auch hier ganz gut aufgehoben. So dahin? Ja. Okay. Du kannst dich noch bewegen, dann beweg dich mal mit nach hier. So. Du machst mal so. Damit nicht von hier einer kommt. Okay. Okay. Oben ist kein Alien, das wissen wir jetzt. War reichlich wenig passiert. Okay, du bist auch noch am Leben. Hier ist die Karte zu Ende. Da muss ich mal zweimal gucken. Das ist das Rifle, ja. Und wie sieht, Moment, wie sieht die Shotgun aus? Du hast die Shotgun, ne? Ne, du hast die Shotgun. Ah, das kurze Ding ist die Shotgun, okay. Oh Gott, hier geht's noch weiter. Fuck it. Ne, kommst du nicht ganz hin. Es ist ein bisschen mistig. Da können wir noch nicht sehen, ob wir da Deckung brauchen, deswegen... Oh
Okay, da ist eine Wand, das heißt, hinter das Auto kannst du dich stellen. Gut, so, zu den Snipern. Es ist natürlich für Sniper, also ich meine, solange die Aliens sich nicht hier aufhalten, ist das für Sniper natürlich nicht so die günstige Karte. Oh. What? Ach du Scheiße. Hey, nice. Würdest du den bitte mal töten? Würdest du den bitte mal töten? Dankeschön. Ja, das war ja. Ha. Ja, gelobt sei der Sniper. Wie auch immer er den gesehen hat, weil eigentlich müsste der. Naja, er hat ihn gesehen und darauf kommt es an. Du warst auch ganz gut reflexmäßig, ne? Ja. Dann guckst du hier mal ums Eck. Das ist kaputt. Okay, aber in dem Raum ist ja jetzt erstmal keiner mehr drin. Das können wir ja. Das ist ja mal gesichert. Da würde ich sagen, kannst du dich mal da hinstellen. So, Soaking. Ja, und wie weit geht das? Uiuiui, das geht ja noch ein ganzes Stück weiter. Und hier auch. Ja, schöne Karte. Vor allem eine neue. Das ist immer gut. Aber. Gut, wer hat noch nicht? Haben alle. Spiel, das war zu schnell. Wo? Ja, ihr da oben seid sicher. Das ist ganz gut, dass ihr da seid. Das kam von hier, kann das sein? Ja, da hat einer geschossen. Okay. Du hast versucht, auf den zu schießen, ne? Weil von uns hast du keinen sehen können. Das Blöde ist, dass wir da keine Möglichkeit haben, dich zu treffen. Jeden Fall brauchst du mal irgendwie Deckung. Ich meine, wir könnten deine Reaktion. Wir könnten warten, bis er rauskommt. Allerdings habe ich dann so ein bisschen Sorge, dass er trotzdem noch einen Schuss abgesetzt kriegt. Ja, du kannst dich schon mal aufrichten und musst du nicht mehr so weit laufen. Dann stellst du dich schon mal so hin. Und du. Ja, da ist er. Also wir werden den Kollegen hier, Kollegen Wachmann, jetzt mal als Köder benutzen. Ich hoffe, dass das Alien auf den handelt. Zumal es ihn noch sehen müsste. Und der mit seiner. Ups. Warum ist das Mausrad nicht mehr Zoom-Spiel? Game Options. Zoom in, Zoom out. War das nicht eigentlich mal? So können wir nicht.
Ja. Kümmere ich mich bis zum nächsten Video drum. Ich wollte ein bisschen ranzoomen, um zu unterstreichen, dass der eine geradezu mikroskopische Pistole hat. Also, ich bin jetzt ganz nah dran am Monitor und ich kann so ein ganz kleines schwarzes Pünktelchen erkennen. Also, die ist wirklich eher so eine Holdout. Damit wird er wahrscheinlich nicht allzu viel Freude machen. So, können wir mal hier hinziehen. Aber du musst ihn eigentlich nicht hinhocken. So, und wir müssen hier jetzt mal reingucken. Aha, da ist das UFO. Das ist, ja. Okay, das ist... und sehr viele Fenster. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, und du versteck dich mal irgendwo. Hier vielleicht. Okay. Dich könnten wir ja eigentlich mit... Also hier haben wir jetzt zwei, da brauchen wir in jedem Fall noch einen. Aber nee, mit dir warten wir erstmal, bis wir das hier aufgeräumt haben, damit wir uns hier ein bisschen mit einer größeren Gruppe hier hinbegeben können. Da müssen wir uns gegenseitig decken, sonst wird das nichts. Okay, ja, der ist tot. Okay. Oh, du hast die Wand zerschossen. Das ist ja ganz hervorragend. Und jetzt läufst du weg. Natürlich nicht mehr so gut. Es ist sogar mittelmäßig scheiße, dass du weggelaufen bist. Aber allzu weit bist du nicht gekommen. Ja, eine ganze Menge geschossen, aber relativ wenig getroffen. Kannst du ihn? Du kannst durch das Auto durchschießen. Solange der Spiel noch nicht geschnallt hat, dass das eigentlich nicht geht, wollen wir es mal schnell nutzen. Och, come on! Ja, ihr merkt schon, euer Tag ist das nicht. Okay, du gehst wieder in Deckung. Blöde ist, der wird da ja gleich wieder... Obwohl... Guck nochmal, so. Können wir mit dir da irgendwas machen? Das hätte ich befürchtet. Wir können mit dir vielleicht dann zum nötigen Falls noch eine Rakete benutzen. Dazu gehst du aber erstmal nach hier. Könnte es ihn treffen? 3%. Na komm. Ja, das wäre es jetzt auch gewesen. Wenn du mit 3% triffst, dann
Ja, auch den Glauben verloren. Okay, wie ist die Lage hier? Nur noch mal zur Sicherheit. Okay. Gut. Gucken, ob wir den Kollegen dann nicht tatsächlich noch kriegen. Das wäre ja. Kommt drauf an, was er jetzt macht. Wenn er jetzt wegläuft weiter, wird das kompliziert. Okay. Soweit in Ordnung. Gut, hast ihn nicht bewegt. Zweimal komplett durch ihn durchgeschossen. Das war mistig. Okay, komm mal und jetzt an. Na, also, sehr gut. Schönes Teamwork, so soll das sein. Okay, dich müssen wir jetzt da mal. Das geht ja so nicht. Okay. Gut, ist hier noch. Okay, hier scheint das Gebäude zu sein und dann ist auch Schluss. Aber das hat natürlich zu einem Überfluss. Oh, noch zwei Stockwerke. Ja, das würde sich auch wunderbar für eine Terrormission eignen, diese Karte. Okay. So. Dann müssen wir jetzt mal. Ihr haltet hier die Stellung. Können wir euch noch irgendwie unterstützen? Eigentlich nicht. Deswegen, da müsst ihr die Stellung eigentlich auch nicht halten, weil hier ist ja nichts. Also hier ist dann vielleicht was, aber da können wir ja auch prima dann alle zusammen von hier unten kommen. Deswegen machen wir das auch einfach. Eine zahlenmäßige Überlegenheit schaffen. Ich meine, die haben wir ja üblicherweise sowieso. Wenn wir immer nur einen Alien rausziehen. Okay, du hast schon. Du hast noch nicht. Na, warten wir mal eine Runde ab. Wieder ein Alien Schaden genommen. Ich habe dieses Geräusch gar nicht mehr. Nee, das war eine Tür. Vielleicht sind es gar nicht die Aliens, die ich befürchtet habe, dass die hier sind. Das wäre ja super. Mit deiner Shotgun. Dich müssen wir mal hier näher ranbringen. Jetzt haben wir ja einen lecker Häuserkampf vor uns.
Ja, das müsste funktionieren. Dann bist du auch mit ein bisschen abgedeckt. Ja, okay. Weil diese Deckung gefällt mir nicht wirklich. Du kannst sie auch noch hinhocken. So. Du gehst jetzt mal ein Auto vor. Ihr seid hier soweit okay. Wer ist das? Das bist du. Scheint nichts zu sein, okay. Ja, ihr seid relativ sicher da oben im zweiten Stock und bleibt da bloß. So, ist das hier eine Druckerei? Das sieht so aus, ne? Ja, na super, da müssen wir da jetzt auch mal rein. Soweit sauber aus. Dürfte ja keiner sein. Taktisch ziehen wir uns jetzt erstmal großflächig vom Ufer zurück, aber ne, ist halt so. Wir müssen eigentlich noch einen, der das da. Dass sich hier ein Alien rumschleicht, das würde ich eigentlich ganz gern vermeiden. Andererseits bist du auch ganz hilfreich. Und wer hat diese Tür aufgemacht? Fragen über Fragen. Okay, dann lasse ich dich erstmal da. Du kannst ja jetzt mal. Das ist ein. Naja. Muss gemacht werden. Oh Gott, das ist eine schöne Gasse. Und hier kommen wir nicht mal durch. Ja, das ist ja hilfreich. Nee. Versteck dich hier mal. Du bist da eigentlich ganz gut aufgehoben. Ja, macht euer. Was? Irgendwas war da. Unnerved? Okay, da ist eine ganze Menge. Shit. Fragt sich nur, was das war. Waren das Menschen? Oder waren das nicht Menschen? Sehen nix. Aber hier ist dann auch Schicht mit der Karte.
Gut, du guckst dann in der nächsten Runde mal ins Obergeschoss. Das sind Aliens. Oh shit, das ist. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Okay. Aber wo war das? Aber ich meine, du hast ja jetzt schon ein bisschen erforscht. Was hast du denn weggeschmissen? Ach, du hast dein Terrorschild weggeschmissen. Das. Atantuo, jetzt mal unter uns. Du bist in Panik ausgebrochen. Und was ist das, was du machst? Schmeißt du etwa deine Waffe? Nein, du schmeißt das weg, was dich schützt. Das ist. Ach Gott, Menschen und Panik. Okay. Okay, hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Das verstehe einer. Nee. Hier ist eine Tür aufgegangen. Und hier. Und da. Und das ist. Nee, Moment, das ist ein Mensch. Mach ich mir die ganze. Hier ist. Oh, scheiße, hier ist auch eine Tür auf. Mach ich mir die ganze Panik jetzt wegen Menschen? Das wäre ja lustig. Also, nicht haha lustig, aber lustig. Okay, das war ein Mensch. Also, interessante Bauwerke. Hier kann man ja nicht anders sagen. Okay. Matantuo, Mensch, das war ungünstig. So, jetzt müssen wir dich mal aktivieren hier. Brauchen wir ja noch jemanden mit hohen Reaktionen. Hier ist noch keiner. Bessere Sniper-Position gibt es hier auf der Karte aber auch einfach nicht. So, du nach hier. Okay. Ja. Das sind tatsächlich Menschen. Okay, das sind. Oh Gott, da retten wir ja eine ganze Menge. Das ist ja tatsächlich fast Terror-Mission-Niveau hier, was es hier an Civilians gibt. Okay, hier ist also definitiv kein Alien. Es sind keine Einschusslöcher. Hier ist niemand. Okay. Gut, war ja der ganze Kram umsonst. Und du gehst jetzt mal und holst deinen Schildkumpel. Schaffst du nicht mal in einer Runde. Ne? Das ist ja auch toll. Dann machst du das dann in der nächsten. Wie geht's dir denn eigentlich moralmäßig? Jetzt bist du wieder voll. Hast dich zusammengerissen, so ist das gut. Oh, das ist tatsächlich offen hier. Es ist,
Dann müssen wir hier nochmal rumgucken. Und irgendwer müsste da jetzt auch nochmal. Du hast 50. 52. Irgendwer, na, das muss dann in der nächsten Runde, muss das dann Attentur machen. Das hier mal checken. Das gefällt mir nämlich auch nicht. Aber ich glaube, da ist kein Alien mehr. Aber das werden wir. Kann man nicht sicher, wo wir können mit dir da ja mal hin. Schon wieder einer gestorben. Das ist ja super. Das ist schon der zweite, der von alleine verreckt ist. So kann das weitergehen. Weil die sind wahrscheinlich jetzt alle im UFO, die restlichen. Und ich glaube, ich habe mich tatsächlich verhört mit dem Geräusch. Obwohl, du hast die besseren Reaktionen. Guck du mal ums Eck. Okay, sauber. Moment, hier haben. Dich hatte ich ja noch, ne? Soll ich auch mal nachziehen. Nur kannst du da mal hin, du kannst. Geh mal nach da. So, hier können wir zur Not durch und okay, und dann rollen wir den Rest der Karte, der ja wunderbar durch diese Mauer getrennt ist. Rollen wir die Karte dann von hier auf. Das ist eigentlich ganz gut. Ich wäre einfach im Gebäude geblieben, das wäre. Aber. So, das ist soweit ganz okay. So, du holst dir jetzt mal dein Schild. Bitte sehr. Und begibst dich dann mal stehenden Fußes hier hin. So. Du bleibst da erstmal. Du bist auch durch. Du bist auch durch. Wen haben wir denn noch? Dich haben wir noch nicht. Du guckst nochmal. Nein. Obwohl, du kommst da ja nicht runter, so wie die Deppen da stehen. Na gut, dann machen wir das. Die werden ja bestimmt noch 2 Jahre stehen bleiben. Deswegen machen wir das so. Gut. Okay. Ja, ist ja mal gut. Vielleicht wollte er noch mal ein paar Mal durchs Feuer laufen und sterben. Oh, der eine ist weg und der. Oh, jetzt. Okay, wir merken, die sind ein bisschen. Die laufen auch mal vernünftig. Im Gegensatz. Ich weiß gar nicht, wann das da irgendwo in dieser Wüstenmission im Nahen Osten, wo der Typ direkt am Eingang der Tür stand und einfach stehen geblieben ist. Das machen die hier offensichtlich nicht. Das ist gut. So, dann mal hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. So, du guckst mal. Ah, gute alte Autobahn. Ah, vergleichsweise sauber. Gut. Hat sich hier was getan? Sieht nicht so aus. Sollen wir mal ein bisschen näher rangehen vielleicht. Ja, also hast du den Eingang da im Blick. Das ist ganz gut. Und von hier kommt ja nichts, das wissen wir jetzt, ja. Dumm, 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 dumm.
dumm. Okay. Okay. Ja. Euch haben wir quasi ja schon mal gerettet, wenn wir das, die Mission jetzt so noch zu Ende kriegen. Ich kann ja nichts mehr passieren hier. Ja, da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter und begeben uns dann hier diese Karte begrenzende Straße hinauf. Das ist ja wie eine Landebahn. Direkt zum UFO und stürmen es dann beim nächsten Mal. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns hier wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.